Herzlich willkommen zu einem in diesem Monat ausgesprochen kurzen News-Video. Es geht direkt mit einem Wii-Spiel los. Der Titel, den ihr hier gerade seht, heißt Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All-Stars und es handelt sich, wie unschwer zu erkennen ist, um ein 2D-Prügelspiel. Das Besondere ist die Zusammensetzung der Kämpferriege. Hier treffen nämlich Klopper aus dem Capcom-Universum und der Welt der japanischen Anime-Firma Tatsunoko Production zusammen. Beispielsweise könnt ihr mit Ryo oder Chun-Li aus Street Fighter in den Kampf ziehen, andere Charaktere auf der Capcom-Seite sind zum Beispiel Roll aus Mega Man oder Beautiful Joe. Auf Seiten von Tatsunoko kann man unter anderem Doronjo aus Yetaman oder auch Tekkaman Blade auswählen. Insgesamt gibt es über 20 Kämpfer. Das Gameplay ist sehr flott und ähnelt bisher erschienenen Versus-Spielen sehr stark. Spannende Duelle sind somit also garantiert. Wer diese nicht nur alleine genießen möchte, kann das Spiel sowohl on- als auch offline gegen Freunde oder Spieler aus aller Welt zocken. Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All-Stars erscheint am 29. Januar 2010. Wer Filme mag, dürfte dieses Spiel hier interessant finden. Das ist nämlich der neueste Teil aus der Scene It Quiz-Spielreihe, von der es ja schon zwei Ableger gegeben hat. Scene It Bright Lights, Big Screen nennt sich das Ganze und erscheint nun nicht mehr exklusiv für die Xbox 360, sondern auch für die PlayStation 3 sowie die Wii. Im Kern ist das Ganze natürlich noch ein klassisches Quizspiel geblieben, das die Welt der Kinofilme in vielfältigen Kategorien abdeckt. Beispielsweise müsst ihr euch mal eine Szene anschauen und dann dazu ein paar Fragen beantworten oder wie hier Filme anhand einer Pixeldarstellung erkennen. Im fertigen Spiel soll es mehrere tausend Fragen und ein paar Minispielchen geben, allzu schnell langweilig sollte euch mit dem Titel also nicht werden. Langweilig ist dagegen die etwas trockene Präsentation und die Grafik, wenn man sich aber mit bis zu vier Leuten um die schnellste Antwort kabbelt, sieht man darüber gerne hinweg. Scene It Bright Lights Big Screen soll zum Weihnachtsgeschäft erhältlich sein.